Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blum wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur, dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Da geht es nicht weiter. Das Audiolog nehmen wir mal mit. Gute Arbeit, Tobias. Ich hab dich immer für Brüder gehalten, aber du hast meine Datei gefunden, dann habe ich mich wohl geirrt. Ist ein Bötchen? Aber ansonsten ist hier nichts. Die Hodenfolter? Oder das mit dem Pony? Was haben die gemacht? Können wir mit diesem Ding hier irgendwas machen? Bitte, lass mich mit diesem Ding irgendwas machen. Können wir das irgendwie steuern und uns da was bauen? Ich kletter mal da hoch. Wenn ich das darf. Oh ja, guck mal. So. So. Sonne blendet. Wie komme ich denn da hin? Und was hat mir das gebracht, das abzusenken? Wahrscheinlich nichts. Ich würde gerne da drauf. Darf ich da irgendwie dran? Ich gucke mir nochmal dieses Ding hier an. Träger. Guck mal, ich kann, wenn ich mich hier reinstelle, könnte ich mich jetzt mit dem X-Druck nach oben fahren und wäre dann hier. Jetzt kommen da auch noch so Jump'n'Run-Teile mit rein oder was? Das ist ja abgedreht. Jetzt haben wir mal hier hoch. Oh, das ist schön, ne? Die Sonne geht gerade unter. Ach. Ja, nach unten klettern wissen wir ja, wie gut das funktioniert. Dann stürzt er sich einfach in den Tod. Aber ich habe, glaube ich, gerade einen Weg gesehen. Wir dann einfach hier hoch und dann hier hoch. Und zack, sind wir schon auf dem nächsten Dach. Hey, warum ist denn da auch zu? Wo ist die Kamera? Ja, wo ist die Kamera? Ja, wo ist sie denn? Da ist sie. Hallo Kamera. Entriegeln. Danke. Thank you for entriegeln with deutsche Kamera. Dip, 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 dip. Hä? Wo ist denn der Generator? Da unten. Ein bisschen mit der Apfelschorle fahren. Für die Leute, die das jetzt verstehen. Die sind toll. Aua. Ich könnte auch einfach warten, bis man unten angekommen ist. Aber das wäre vermutlich viel zu einfach. Zack. Sieht immer so ein bisschen aus, als ob das durchknallt alles hier. So, wieder Clara anrufen. Wir können ja nicht mehr ohne sie. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. Los, fahr mir den Traktor hier hoch, dann kann ich nämlich hier rüber. So, und dann springen wir hier auch noch rüber und dann sind wir nämlich schon wieder. Unser Reitway, sag ich mal. Nee, sind wir nicht. Wie geht's denn hier weiter? Ah ja. Ja, es ist ein bisschen Klettern und Springen hier jetzt, die Mission. Oh, das ist ja auch mal ganz nett, ne? So, schön abrollen. Dann passiert nämlich auch nichts. Da hinten. Wo kommen wir denn da hin? Wie kommen wir denn da hin? Und warum kommen wir denn da hin? Ich nehme mal gerade dieses Auto mit. Wir müssen nicht so weit laufen. Wir sind ja auch fußfaul. Ist ab einem gewissen Alter passiert. Die Generatoren sind da hinten. Ah. Ich hacke das Tor. Was machst du? Wie willst du denn das Tor hacken? Wenn, wenn Stacheldraht ist, dann ist nichts. Okay, verstehe. Guck mal, ich bin verpixelt. Kran. Das ist ja doll. Wenn wir den auch noch runterfahren, sehe ich dann irgendwas Neues? Ah ja, dann sehe ich die Kamera da.
Und mit der Kamera komme ich zu der Kamera. Und mit der Kamera komme ich zu dem Kran. Und den kann ich darüber fahren. Und dann komme ich zu der Kamera. Und dann komme ich zu der Kamera. Und dann sehe ich mich wieder selbst. Ah, ich glaube. Nee, doch nicht. Wie kommt man denn darüber? Müssen wir das mit diesen... Das ist dann bestimmt auch wieder irgendeine Kletterei, oder? Bestimmt. Wie kommt man denn da hoch? Lass mal alles untersuchen. Da darf ich nicht dran springen an die Kante. Die ist vielleicht zu kantig für unseren Protagonisten. Ich kletter mal ein bisschen hoch, vielleicht kann man dann mehr sehen. Nö. Wenn ich jetzt springe... Nein, das geht nicht. Wenn ich mir ein Auto da dran stelle, kann ich dann da wohl hoch? Das ist ja ungefähr so hoch wie so ein... Container, ne? Öffnen Sie das Tor. Ja, wie soll ich denn das Tor öffnen, du Witzbold? Wenn ich keinen Strom habe und keine Möglichkeit habe, das zu hacken. Ah, oder Moment, vielleicht können wir auch mit den Kameras irgendwie zu der Torsteuerung rüber switchen. Ich hätte dann gerne nochmal eine Kamera. Danke. Kamera. Kamera. Da müssen wir hin. Nehmen wir mal den Kran da weg. Passiert da was? Nee. Dann wird da was abgestellt. Nochmal zurück auf die Kamera und gucken, was da abgestellt worden ist. Ah, dann komme ich da hinten zu der Kamera, von der ich auch angefangen habe. Okay. Aber wo hat denn gerade wer was abgestellt? Und da läuft die Torsteuerung in den Container? Dann müsste ich doch von der Kamera aus sehen können. Aha. Moment. Ah, guck mal. Sesam, öffne dich, Salabim. Hat geklappt. So, kurz einparken. Und dann müssen wir da hoch wahrscheinlich, wa? Hm, ich glaube schon. Ich glaube schon. Sicher bin ich mir nicht. Nein, nein. Kurz von dieser Seite gucken. Ja, da oben ist es. Können wir uns das Tor hier entriegeln? Da bin ich. Na, das ist ja cool hier. Können wir sehen, wo das hinläuft? Von wo wird denn die Tür hier? Das darf ich nicht sehen. Okay, daneben nicht. Daneben nicht. Das hier kann ich verschieben. Aber was bringt mir das, wenn ich da oben bin? Gar nichts. Ich kletter mal hier hoch. Oh ne, ich kletter mal hier hoch. Und dann kann ich hier hochklettern und mich hochfahren lassen. Schuh. Und was bringt das? Ah, ich werde ja sogar hier rüber transportiert. Hihi. Und schon sind wir auf dem Dach. Das war ja einfach. Da müsst ihr euch wohl mal was Besseres einfallen lassen. Also das ist als Sicherung völlig ungeeignet. Betreten Sie den Bunker. Clara, was ist los? Was geht ab? Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. B, nach unten klettern. Huch. Ah, der Bunker ist bestimmt mein neues Unterschlupfding, wa? Vom Zeichen her sieht das nämlich gerade nach Schnellreise aus. Und wir haben ja keinen Unterschlupf mehr, wir brauchen ja auch einen neuen. Ach ne, hier sind wir ja schon richtig. Hier sind wir schon richtig. Zack. Zack. Und das ist es jetzt hier, oder was? Das ist jetzt mein Zuhause?
Ah, oh, oh, guck mal, ich bewege mich. Okay. Okay, okay. Das ist dieser Bunker, von dem immer alle sprechen. Suchen Sie die Stromsteuerung. Da unten ist sie doch. Wo ist denn Clara eigentlich? Wollte die nicht mit? Was haben wir hier? Blackout. Ah ja. Hacken. Profiler öffnen. Ich hatte recht. Danzig wird das gut gebrauchen können. Oh, hi. Clara, wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Goes clear, sagt er. Hilf mir, sie online zu kriegen. Schalten Sie den Strom im Bunker ein. Och, Clara, kannst du eigentlich gar nichts alleine? Wieso muss ich denn diesen ganzen, die ganze Mistarbeit immer machen? Da hast du deinen Strom. Zack, zack, zack. Alles geht an. Alles geht an. Oh, oh. Kommt da wer? Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Voila! Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns hier ein. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Das ist nur eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Gar keine? Kommt scheinbar aus dem Rossi-Freeman-Bezirk. Hm. Viceroy-Territorium. Kameras. Damit können wir einen Blick reinwerfen. Kommst du von hier aus ran? Nein, die sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Okay. Ich mache halt wieder die Drecksarbeit. Ja, das kenne ich ja nicht anders. Ach, Freunde, Akt 2, ein fast leeres Plätzchen, ist beendet. Und damit ist auch diese Folge vom Let's Play beendet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Watch Dogs. Ciao!